Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu einer neuen AOS-Runde. Heute, Kai und ich spielen heute 1500 Punkte. Firestairs, hast du heute dabei? Ich habe Firestairs. Cool. Kai wollte mal gegen Korn spielen, deswegen spiele ich Korn. Und dann schauen wir mal, wie das auf jeden Fall wird. Aber ich habe noch ein paar Sachen, die ich sagen wollte. Erstmal tut mir leid, dass wir so wenig AOS gerade gedreht haben. In den nächsten Wochen kommt auf jeden Fall mehrere AOS-Videos. Ist halt gerade ein bisschen stressig, weil wir uns auch erstmal alles ein bisschen finden müssen, wie das mit dem Laden läuft. Deswegen war für YouTube gerade nicht so viel Zeit. Wird sich aber auch wieder ändern und auch wieder mehr Zeit dafür haben. Und Kai, muss ich auch noch was kurz dazu sagen? Ja, also man muss immer mal dran denken. Ich finde das immer wichtig zu sagen, dass wir das alles so nebenbei machen. Und noch ist nicht alles 100% durchorganisiert. Wir haben alle noch einen Job nebenbei und Familien und so weiter. Deswegen nehmt es uns bitte nicht übel, wenn es nicht genauso klappt, wie sich das der ein oder andere eventuell vorstellt. Wir freuen uns dann, wenn ihr uns Rückmeldungen darauf gebt. Und wir freuen uns natürlich auch über die Kritik, weil wir wissen ja dann, was wir verbessern können. Aber nehmt es uns bitte nicht so übel, wie gesagt. Genau, weil keiner von uns traut das hauptberuflich, wie es schon Kai gesagt hat. Und wir probieren wirklich schon viel Zeit dafür, zu investieren und alles irgendwie ein bisschen abzudecken. Und wenn zum Beispiel Gäste kommen, ist es bei uns halt die Regel so, der Gast darf entscheiden, was gespielt wird. Deswegen war der Nino letzte Woche da, Servus Nino. Der wollte gerne 40k spielen mit Robert, deswegen hatten wir einen 40k Battle Report jetzt mehr. Jetzt kommt ein bisschen mehr AOS. Und ja. Wenn ihr euch dabei angesprochen fühlt, könnt ihr natürlich gerne als Gast für AOS mal herkommen. Richtig. Da freuen wir uns total drüber und dann finden wir sicherlich einen Termin. Und dann gibt es ein Video mehr mit einem von euch. Jawohl. Ja, wollen wir mit der Armeeaufstellung anfangen? Genau, dann kommen wir zur Armeeaufstellung. Okay. Bis gleich. Ja, 1500 Punkte Fireslayers. Kai, was hast du denn heute Schönes dabei? Ich habe einen Block aus 30 Vulkite Berserkern mit Picken und Schilden. Musiker ist dabei, Karl ist dabei. Super, der Karl. Dann habe ich hier einen 10er-Trupp inklusive Karl Auric Hearthguard. Jo. Dann habe ich hier drüben einen 30er Blob mit zwei Handäxten, auch Vulkite Berserker, auch Musiker und Karl dabei. Zweite Battleline. Mhm. Okay, Helden? Helden. Dann habe ich den Grimrath Berserker dabei. Jo. Zweimal den Rune Smiter, einmal mit Forge Key, einmal mit Runic Iron. Cool. Hier hinten mein General, den Auric Runefaser on Magma Draws. Der hat die Generalseigenschaft Abbild des Ahnen und hat als Artefakt dabei die Obsidian-Krone. Cool, das sind 1500 Punkte Fireslayers. Auf den Kopf. Sehr schön bemalt. Achso, an dieser Stelle geht ein Gruß raus an den Olaf von Tabletop Evolution, denn der hat hier ein bisschen Arbeit für mich reingesteckt und hat mir die Modelle bemalt. Danke Olaf, danke Olaf. 1500 Punkte Blades of Korn habe ich dabei heute. Und zwar habe ich als Battleline 20 Blood Warriors, die habe ich mir von Nils geliehen. Vielen Dank, Nils. Dann habe ich als zweite Battleline 15 Blood Warriors mit zwei Einhandwaffen. Zweimal den Slaughter Priest, einmal mit der Zweihand, einmal mit der Einhand. Dann als dritten Held den Blood Secretor. Mein General ist der Bloodthirster. Er hat, kann ich leider nur auf Englisch sagen, Crimson Crown als Artefakt und als Generalseigenschaft hat er Slaughterborn. Als Alliierten habe ich mal heute einen Chaos-Riesen dabei, den habe ich noch nie gespielt, den wollte ich gerne mal testen, ist ein bisschen ein Eigenbau. Und ich dachte mir, weil Kai ja so gerne 40k spielt, nehme ich mal einen Soulgrinder mit, damit er ein bisschen das 40k-Feeling heute hat. Damit mir ein bisschen was ins Gesicht geballert wird. Dankeschön, das ist ja nett von dir. 1500 Punkte. 1480 auf den Punkt, ne? Super, ich bin so froh, dass du dabei bist. 1480. Alles klar. Dann kommen wir zur Aufstellung und... Ja, wir spielen heute mal den Battle Plan von Marcel, unser Mini Paradise Missions Pack. Heute habe ich einen Stotteranfall. Und zwar geht es darum, man hat vier Punkte, die man einnehmen muss. Auf der gegnerischen Seite kriegt man vier Punkte, an den Seiten zwei und den eigenen einen. Genauere Erklärung findet ihr alles auf unserer Homepage. Könnt ihr alles schön nachlesen, selber spielen. Und zusätzlich darf man sich vier Missionen aussuchen und der Gegner darf einen streichen. Kai hat genommen, erledige einen Hero oder mehrere, umso mehr Punkte gibt es. Vernichte 15 Modelle ist die erste Mission, das kann natürlich noch besser werden. Vernichte zwei Einheiten im Fernkampf. Und ich darf einen streichen und ich habe ihm gestrichen, dass er in zwei unterschiedlichen Phasen mehr wie 6 Verwundungen macht.
Ja, Kai hat bei mir gemacht, natürlich hat viele Modelle, vernichte 15 Modelle, hat er gestrichen bei mir. Ich habe vernichte 4 Einheiten im Nahkampf, halte diesen Punkt 2 Runden ununterbrochen, erledige einen Hero und was ist das dritte? Ja, das waren schon 4. Ups. Und dann kommen wir jetzt zum Spielfeld. Wir sind mit der Aufstellung durch. Richtig. Also fangen wir mal bei Korn an, wer ist auf? Ich habe erstmal, mein Missionsziel ist den, halte den ununterbrochen, wenn ich ihn einmal bekommen habe. Das ist mein, deswegen habe ich mich ein bisschen mehr an der Flanke hingestellt mit 15 Blood Warriors und den Soul Grinder. Hier habe ich mich für Fall der Fälle, falls Kai anfängt, ein bisschen den Bloodförster schützen aufgestellt. Die zwei Sword of Race hier und der Riese da. Und bei Kai ist alles hier im Tunnel. Ein 30er Block Vulkite Berserker, den Smiter, der zweite Smiter mit den Fernkampfschützen. Jawohl. Dann haben wir hier den Held, den Berserker, steht hier. Ein 30er Block mit den zwei Ändern steht am Missionsziel. Und da hinten haben wir den General, den Magma Dwarf, den Runenfahrer. Exakt. Und hier an der Flanke habe ich das aufgestellt, weil er unbedingt dieses Missionsziel erhalten will. Und ich dachte mir, komm, gleich absolute Konfrontation. Wobei. Weil, mit deinen 4 Zoll Bewegung, wie willst du genau, das? Mit meinen 4 Zoll Bewegung kriege ich das hin. Gucken wir mal, was das wird. So. Wir wollen den Roll-Off gleich live Richtig. Machen. Richtig, Kai kriegt durch unsere Hausregel plus 1. Genau, Hausregel plus 1 auf den Wurf. Oh! Was? Und ich lasse dich gerne anfangen, Kai. Das heißt, ich fange an, weil er eine 6 gewürfelt hat. Ja. Okay. Dann Bewegung. Beziehungsweise. Machen wir erstmal Heldenphase. Genau, erstmal. Willst du erst, keinen Cut machen? Erstmal die Hero Phase, doch. Und jetzt gibt's einen Cut. Dann darf ich nämlich in der Nahkampfphase noch bis zum Ende. Genau, Heldenphase, Fireslayers, Runde 1. Wir probieren die Rune. Er nimmt die, dass sie keinen Kampfschock letztes Mal muss. Und jetzt auf die 6 wird's verbessert. Nee. Leider nein. Sonst haben wir nichts in der Heldenphase und dann bewegen wir mal die Modelle. Genau. Die Vulkan-Berserker sind nach vorne gelaufen. Der Held hat sich dahinter positioniert, der Berserker und der General auch und wartet, was Korn passiert. Die Schocktruppen bleiben noch hinten und somit bleiben, war es das von der Fireslayer erste Runde und Kai kriegt einen Punkt. Exakt. Kai. Die Korn Hero Phase. Richtig, fangen wir mal an. Der Bloodseed Creator rammt seine Standarte rein, das sind alle 18 Zoll plus eine Attacke und kein Kampfschocktest machen müssen. Als nächstes probiert der Slaughter Priest mit der Zweihand einen Safe-Wurf plus 1 auf die 4 plus. Jo, jawohl, mit einer 6 durch. Genau, gibt er den Bloodförster. Und der andere Slaughter Priest probiert einen Mordrausch plus einen Hit auch auf den Bloodförster auf die 4 plus. Nein, da kriegt er D3 tödliche. Sehr gut. Nein, damit hat er noch 2 Leben. Jo, Junge, Junge. Das läuft ja. Okay. Ne, 3 Leben hat er sogar noch. Das hat nicht geklappt. Der Schadensgebet geht nicht. Ist nichts in Reichweite. Und die Command Ability setzt sich nicht ein. Somit kommen wir in die Bewegungsphase von Korn. Jawohl. Die Bewegungsphase der Korn-Jungs ist rum. Was hast du gemacht, Mann? Richtig. Volle Attacke nach vorne. Bis auf der Bloodförster sind wirklich alle gerannt. Der Standartenträger ist natürlich hinten stehen geblieben. Mhm. Und der hier hinter dem Soul Grinder probiert jetzt zu schießen. Und zwar erstmal die kleine Attacke mit 16 Zoll D6 Attacken auf die Wohlkeit. Jawohl. D6 Attacken. 5. Oh, klar. Das schon. Auf die 4. 3 Stück. Jupp, auf die 3. Eine mit Red minus 1. Okay, dann habe ich einen 6er ganz normal. Ne? Und dann habe ich jetzt einen 4er, weil es sind mehr als 20 Modelle. Jupp, da gestoppt einer. Okay. Ein Schaden oder was? Jupp. Gut, dann lege ich mal einen um. Genau, und das Bombardement. Eine Attacke auf die 4 plus. Komm schon. Oh. Auf die 3 plus. Jo. Oh oh. Red minus 2 auf dein Magma Dwarf. Auf den Magma Dwarf? Yes. Okay, ich glaube, der hat einen 6er. Ja, der hat dann noch einen 6er Safe. Hat der auch einen Retter? Nee, ne? Nö. Dann sind das 3 Schaden. Ja! 40k an die Macht. Okay, 3 Schaden drauf. Das kacke Schieße immer. Richtig. Alles klar, das war die Fun-Cup-Phase. Richtig, dann kommen wir zum Roll-Off. So, der Manuel hat diese Runde 3 Punkte gemacht. Richtig, und ich habe ja das Missionsziel, halte diesen Punkt und somit machen wir mal den Würfel. Ich halte ihn jetzt die erste Runde. Ja, genau. Das ist der Rundenwürfel da hinten, der große grüne. Richtig. Erste Runde, dafür gibt es einen Punkt und für das hier wieder dafür gibt es 2. Also habe ich 3 Punkte. Okay, dann machen wir direkt den Roll-Off. Okay, deine Runde. Ja, sehr gut, sehr gut. Nimmst du die Inni? Ich denke, ich nehme die Inni. Jawohl.
Runde 2, Fire Slayers. Und wir suchen jetzt erstmal in der Heldenphase die Rune aus. Welche Rune nimmst du, Kai? Ich nehme die Rune, wo ich 8 Zoll auf die Reichweite der Wurfechse addiere. Und Chance auf die 6, dass es noch was Besseres gibt? Ja, genau. Und zwar kann ich dann Trefferwürfe von 1 wiederholen. Oh, jawohl! Stark! Sehr, sehr gut. Alles klar. Dann kommen wir zur Bewegungsphase. Ja, warte, in der Hero Phase benutze ich noch seine Command Ability? Genau, für einen Command Point. Und zwar brauche ich dann keine Battleshock Tests zu machen, glaube ich. Bei richtig, und du kriegst Safe-Würfe von 1, darfst du wiederholen. Exakt. Auf 24 Zoll vollständig, aber ist wichtig. Ja. Okay, kommen wir zur Bewegungsphase. Bewegungsphase ist rum. Ach, das war der Lebenspunkt. Ja, das war der Lebenspunkt. Die Vulkan Berserker sind nach vorne gelaufen. Der Magma Dwarf dahinter, der Berserker auch dahinter. Hier sind die Hearthguards, die Fernkämpfer, gedroppt und wollen jetzt gleich auf den Bloodthirster schießen. Und hier hinten haben der kleine 30er Block. Der kleine. Will auf die Blood Warriors chargen. Fernkampfphase. Die Hearthguards probieren jetzt alles auf den Bloodthirster. Genau. Ich schieße erstmal mit den Magma Piken. Genau. Auf den Bloodthirster. Die zwei weißen Würfel sind für den Chef. So, ich glaube. Warte. Auf die 4 und auf die 3. Eins in Reroll. Nur für die Wurfechse. Okay. Mist, Chef schon mal nicht. Das ist schon mal gut für mich. Und auf die 3, ja? Auf die 3. Ach du lieber Himmel. Ja. Das ging in die Hose. Das Übliche. Drei Stück, kannst du mir 3 in die Hand geben? Ja, klar. Und die haben minus 1. Dann habe ich 4 plus. Oh, 3 Schaden. Wow. Sehr gut. Geht der auf 11. Immerhin. Verdammt. Glitzer, Glitzer, willkommen. Die Wurfechse gehen auch auf den Bloodthirster. Genau, durch die doppelte Reichweite geht das. Jo. Von der Rune. 10 Stück. Auf die 4 oder auf die 4. Eins Reroll, ne? Jetzt darf ich 1er Hitrolls rerollen. Nix gebracht. Also trotzdem ganz gut. Ich glaube, 6 machen Mortal Wounds oder so. Ja, ja. Im nächsten Game. Auf die 4. Oh, hör auf. 4 Stück. 4 Stück, kein Minus. Ein Dreier. Oh, einer durch. Geht auf 10. Okay. Dann werfe ich die Axt direkt noch mit dem Runesmiter dahinter. Jo. Auch auf den Bloodthirster. Jo. Auf die 3, auf die 4. Ja. Jawohl. Und auf die 4. Jawohl. Brennt. Aha. Ist safe. So macht man das. Ja, Gelände ist safe. Okay. Als nächstes schießen die 30 Vulkite Berserker auf den Soul Grinder. Jawohl. Das sind 30 Schuss. Genau. Und Trefferwürfe von 1 wiederholen darfst. Genau. Und ich mache 2x 15. Genau. Weil sonst ist mir zu viel in der Hand. Jo. Auf die 4, auf die 4. 1er Reroll. 1er Reroll. Willst du die gleich verwunden? Ja, ich verwunde die erstmal. Das sind schon mal 5, ne? 5 Stück. 5 Verwundungen. Und dann jetzt nochmal das Ganze. Ja. Hast du die Farbe von den Karl oder ist das egal? Das ist da egal. Okay. Ich glaube, der macht das nur mit der Nahkampf. Ja, ich glaube auch. Guck gleich nach. 1er Reroll, ne? 1er Reroll. Das gibt Schaden. Und wieder auf die 4. Du lieber. Dann sind das genau 6 10, Stück. 11. 11 Stück. Kein Rent. Warte mal. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Stück auf die 4. Ernsthaft? 3 Stück aus? Ja, 3 Stück. Dann hat der nicht nur einen 5er Safe? Ne, der hat einen 4er, aber ich gucke gerne gleich nochmal für dich nach. Okay. Dann geht er auf 13. Der Smiter schießt auch noch drauf auf den Soul Grinder. Genau, der Rune Smiter auf die 3, auf die 4. Trifft schon mal. Jo. Verwundet. Rennt. Nein. Nein, ist eine 2. Schade. Okay. Die beiden Helden greifen auch den Soul Grinder an. Genau, das sind 2 Würfe einfach nur auf die 3, auf die 4. 1 in Reroll. Jawohl. Oh. Auf die 4. Oh. Schade. So, die Vulkite Berserker schießen jetzt
Und zwar schießen zwei, weil sie den Soulgrinder nicht sehen, auf die Blood Warriors. Genau. Und der Rest ballert volle Pulle auf den Soulgrinder. Genau, das sind 28 Wurfäxte. Ich mache 2x14. Einsen darf ich wiederholen. Das läuft nicht. Das läuft nicht. Gleich die Verwundung auf die 4 wieder. Ach du lieber Himmel. Gar nichts. Kai. Die zweite Reihe. Einsen reroll. Und wieder auf die 4. So, jetzt aber komm. Na, geht doch. Na, immerhin. Das sind 6 Stück. Upsa. Kein Rand, 4 plus. Wie kann man denn so viel 4 plusen werden? Bitte. 2 Schaden, was? Ja, hat er noch 11, ne? Dann geht er auf 11. Okay, dann mache ich die anderen beiden auf die Blood Warriors. Richtig. Auf die 4, auf die 4. 2 Einsen hier. Jawohl. Und beide getroffen, die 4. Stark. Und gar kein, oh wei. Nichts. Okay, also werfen können sie nicht. Chargephase, weißt du schon, oder wollen wir nochmal? Du kannst ja erst würfeln und dann entscheiden. Ja, genau. Ne? Also. Mit wem fängst du an? Ich charge als erstes mit den Kollegen hier hin. Okay, du brauchst einen neuen, mindestens. Genau. Um überhaupt irgendwo hinzukommen. Du hast eine. Oh. Den kann ich rerollen durch meinen Musiker? Richtig, danach kannst du keinen Command Point, ne? Du musst jetzt eine 4 schaffen. Ja, ja. Wenn nicht, bleiben sie stehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Nein! Die 30er Flop bleibt stehen. Taktikänderung von Kai. Jawohl, super, Kai. Riecht gut. Oh, das sind 50 Cent. Das sind noch 50 Cent in den Strafkästchen. Heute läuft's gar nicht. So, Kai hat sich wieder beruhigt. Jetzt geht's zum nächsten Charge. Meine Gebühr entrichtet und mich richtig beruhigt. So, jetzt. Der andere 30er Block. Ja, genau. Jawohl, deine 10. Das läuft. Das läuft. Und dann gucken wir mal, wo wir hingehen und peilen dann direkt rein, weil es die einzige Einheit ist, die reinchargt. Ja, kurze Taktikschule AOS. Kai ist nämlich ein richtiger Taktikfuchs. Er hat zwar hier die Gruppe gesprengt, das macht aber nichts, weil durchs Peilen kriegt er wieder die Gruppe wieder zusammen und somit kann er mit mehr Leuten angreifen. Sehr gut, Kai. Danke, danke. Wir peilen mal rein. Wir sind reingepeilt und die Vulkalt-Berserker hauen jetzt volle Pulle erstmal auf die Blood Warriors. Genau. Das sind erstmal nur 10 Attacken. Jo. Ich darf alles rerollen, weil 2 Handäxte. Auf die 4. Also auf die Hydrals rerollen. Genau. Brauche ich auch. Oh, stark. Bis auf einen. Jo, und auf die 3, ne? Genau. Und ups, jetzt auf die 3. Genau, leg die mal weg, das lassen wir mal so liegen und machen die nächsten Würfel. Ich save das dann. Genau. Dann sind die hier und die weißen für den Karl, also für den Chef. Jo. Auf den Soulgrinder. Auf die 4. Na, der wird jetzt kaputt und gehen. Alles rerollen. Das will ich doch hoffen. Aber der Wurf war schon gar nicht so schlecht. Ja, das sind meine neuen Würfel, die ich beim Weihnachtsturnier gewonnen habe. Ah. Vielen Dank, Marius. Okay. Stark. Wupp. Nein! Das sind wieder 50 Cent. Also heute. So, die musst du jetzt noch verwunden. Ja. Jetzt auf die 3. Nicht noch einer, komm. Zu viele Würfel. Kack Fire Slayers. Bei 40k passiert das nicht. Ja, Piepton, piep. Oder auf die 3. Oh, da sind aber auch viele Einsen und Zweien dabei. Ja, tatsächlich. So, schneller Positionswechsel vollzogen und. Richtig, alles auf den Soulgrinder, auf die 4. Nee. Das nee. Die Ach komm. Der lebt noch. Ja, weil guck mal hier, was der hier würfelt. Das sind mehr Sechsen, wie ich jemals gesehen habe. So, 6 Schaden, dann geht er auf 5. Jawohl. Wird er schlechter wenigstens? Ja, der wird auch schlechter. Ja, keine Sorge. Immerhin. Und das auf die Blood Warriors. Mhm. Auf die, auch kein Red, ne? Kein Red. Auf die 4. Das sieht schon besser aus, Manuel. Da stirbt 1, 2, 3 Leute sterben. Du musst mit den roten Würfeln werfen. Ja, ich merke das schon. Okay, dann entfernen wir mal die Modelle. Der Soulgrinder ist runter auf 5 Lebenspunkte. Und genau, und ich nehme die ersten 3. Die haben halt eine Spezialfähigkeit. Die dürfen jetzt nochmal angreifen und dann entferne ich sie. Alles klar. So, die 3 Blood Warriors. Die richtig, schon. Die greifen an. Auf die 3. Keine 1. Auf die 4. Eine nur. Mhm. Rand? Nee, sag ich an. Okay, dann habe ich erstmal einen 5er.
Nein. Und dann habe ich jetzt noch den Vierer Save After Save. Auch nicht. Also heute wird das nichts. Sie mit links würfeln. Genau, musst ein Modell noch entfernen. Und dann lege ich mir mal die Würfel zurecht. Zurück zum Nahkampf. Richtig, der Soulgrinder greift an, ist in 18 Zoll, somit kriegt er plus eine Attacke. Erstmal D3 plus 1. Eine 6, somit sind das 4 Attacken. Das ist aber nicht schön. Ach, der macht nicht so viel Schaden. Nein, nein. Keine Sorge. Nein, nein. Und zwar muss man auf die 4. Auf die 3. Jupp, eine mit Rent minus 1. Ich nehme jetzt auch einen von den super lila Würfeln. Ich habe doch gar nicht so gut gewürfelt. Ein 6er. Nein. Und ein Schaden? Ein Schaden, ja. Und dann Vierer noch? Immer noch nicht. Wieder einer weg. Wieder einer weg. Okay, merken wir uns. Jo, dann zwei Attacken auf die 4. Oh, auf die 3. Jo, das sind Rent minus 2. Also habe ich keinen normalen Safe. Das wäre dann D6 Schaden. 3. 3. Dreimal den Vierer. Und nochmal zwei weg. Nochmal zwei weg, also 3 insgesamt. Jo, und okay. Die letzte Attacke und zwar auf die 4. Zwei Stück. Zwei Stück und auf die 3. Eine mit Rent minus 2. Ein Schaden oder was? 3 Schaden. Dann. Das ist die letzte gewesen. Dreimal den Vierer. Wieder 2 durch. Sind wir bei 5 Leuten. Jo. Okay, das war's vom Soulgrinder. Das war's vom Soulgrinder. Dann entferne ich schon mal die Modelle. Blood Warriors. Blood Warriors greift man. Und zwar auf die 3. 1er Reroll wegen den 2 Einhändern. Oh ja, brauchst du. Das sind 4 Stück. Der brennt. Oh, das ist ein Doppel-Reroll. Junge, Junge, Junge. Ist das regeltechnisch erlaubt? Und auf die 4. Oh, das sind nicht so viele. Das ist okay. Das sind 3 Stück nur. Ach du Scheiße. Ja, sehr gut. Gibst du mir die? Jo. Oh, oh. Oh, das war knapp. Hier, ich werde heute arm, ne? 50 Cent habe ich immer noch im Kopf. War kein Minus, ne? Kein Minus. Okay, dann ist einer safe und dann habe ich 2 Stück. Machen auf die 4, ne? Auf die 4. Dann geht noch einer. Einer. Okay, dann sind insgesamt 7 Stück diese Runde von den Slayern rausgegangen. Also hast du noch 23, ne? 24. 22, weil einer war letzte Runde schon. Ach so. Raus. Mhm. Nehme ich den Kollegen hier zwischen noch. Jo. Und. Das war's in deiner Runde. Ich glaube ja. 4 Zoll hast du nicht, somit habe ich noch mehr wie du dran. Dann bekommst du einen Punkt. Genau, meinen eigenen. Okay, dann kommen wir. Korn, Runde 2. Korn Hero Phase. Richtig. Der Blood Secretor rammt wieder seine Standarte rein, dass sie plus eine Attacke alle Korneinheiten bekommen. Überall rammt er seine Standarte rein. Und ich glaube, ich muss auch noch einen einen Battleshock machen. Das mache ich mal kurz hier drüben. Ach, für die Blood Warriors? Aber da geht keiner. Die haben eine 7. Aber ich krieg kein Minus, weil der ist zu weit weg, ne? Ja. Der gibt Minus, ne? Der macht mal drauf. Kann sein. Hast du mir, glaube ich, vorhin erzählt? Okay, passt. Habe ich schon wieder vergessen. Richtig. Deswegen bin ich ja da. ich mache als nächstes das Gebet. Den Schadensgebet auf die 4+. Nein. Sein zweites Gebet ist plus 1 auf Safe auf den Bloodthirster. 1, kriegt er die 3 tödliche. Sehr gut. 2. Ah, komm, hätte noch einer mehr sein können. Ja, ja. Oh, kann der andere das bitte auch nochmal machen? Dann ist der fast tot. Ja, das wäre schlecht. Der probiert das Schadensgebet auf die 4+. Jo, das sind D6 tödliche. Eine. Wohin? Auf die hier. Das ist die einzige Reichweite. Achso, die da. Da kriege ich auch den Shit-Happens-Punkt, ne? Eine tödliche. Jo. Das heißt, ich habe da meinen Vierer. Jo. Eine 1. Echt? Ja. Einsen kann ich rerollen. Beim Retter. Safe-Würfe steht da. Richtig, das ist aber tödliche. Das ist das nicht trotzdem? Nein. Sicher? Ich frage. Du hast Safe-Würfe von 1, kein Retter von 1. Alles gut. Aber Safe-Würfe, Retter sind doch auch Safe-Würfe. Kann ich die denn nicht rerollen? Okay, alles gut. Okay, musst du einen wegmachen? Ja, mache ich. Und das letzte Gebet. Das letzte Gebet ist plus ein Hit auf den Bloodthirst, auf die 4+. Oh, sein. Und komm, jetzt wieder. 3 Leben weg, dann stirbt er. Nee, 2, hat nur einen, Mist. Das gibt's doch gar nicht, jeder Runde schwürfel ich hier eine 1. Unglaublich, also die Gebete funktionieren, vielleicht sollten die Religion wechseln. Ich bin nicht ganz sicher, ob das so gut ist, was die machen.
Okay, jetzt brauche ich eine kleine Planänderung. Alles klar. So, die Kornjungs sind ein bisschen gewandert. Richtig, die haben sich nach vorne bewegt, oder beziehungsweise zu dem 30er-Block. Der Slaughter Priest spekuliere ich ein bisschen auf den Doppelturn. Ich will euch mal kurz zeigen, dass die da hinten so ein bisschen rumgelaufen sind. Die sind so 4-5 Zoll von meinen Leuten dann noch entfernt. Richtig, der Bloodthirster geht zu Kais Missionsziel. Jawohl. Der Riese hat das dritte Missionsziel, das rechte Missionsziel von meiner Seite aus eingenommen. Jawohl. Und der Rest ist im Nahkampf. Nicht cool. Shooting Phase. Der Soulgrinder schießt auf die Vulkan Berserker, weil er im Nahkampf ist. Na klar. Die drei Attacken. Eine. Sehr 4 gut. Plus. Nö. Noch besser. Und eine Attacke. 4 plus. Nein. Oh, das hat ja. Das lief ja. Das war schon. Das war schon im Fernkampf. Nahkampf. Yay. Die Blood Reavers. Die wollen chargen. Die wollen chargen. Mit einer 6 klappt das. Wird zwar nicht so weit kommen, aber die zum Nahkampf. Genau, du hast schon mal verhindert, dass ich meine Schilde werfen kann. Was der Manu natürlich sehr klug gemacht hat, taktiktechnisch. Weil das ist die einzige Möglichkeit, dass ich Mortal Wounds raushauen kann. Ja, die Reavers schnetzelst du auch so weg. Ja, aber mal gucken. Mal sehen. Wir stellen die und dann geht's weiter. Jo. So, der Bloodthirster will auch. Richtig. Charge. Eine 8. Mhm. Der Bloodthirster steht. Jo. Aber anfangen willst du mit dem Soulgrinder. Soulgrinder, genau. Und zwar machen wir D3 Attacken plus 1. Das sind dann 4. Oh oh. Die macht doch nicht so viel Schaden. Nein. 4 plus. Das sagt er die ganze Zeit. 3 plus. Nein. Nix. Nix. Nur 1 gewürfelt hier. So, 2 Attacken, 4 plus. Eine. 3 plus. Ja, Rand minus 2. Geht durch, ne? Ja. D6 Schaden. Oh, zweite Mal nur eine. Das gibt's sehr doch gut, nicht. Sehr gut. Aber ich muss ja auch als mit links werfen. Also das ist schon ausgeglichen hier. Dann habe ich immer noch den Vierer Retter. Jawohl! Safe. Und 3 Attacken, 4 plus. Komm, die können aber auch durch. Vorsicht. 3 plus. 2 Stück, auch wieder Rand minus 2. Ja, okay, dann gehen die durch. 6 Schaden. Was? Also insgesamt? Warte, kriege ich hier 6 Würfel in die Hand? Ja. Ja, warum nimmst du denn eigentlich nur noch die blauen? Nimm doch mal die roten. Ja, weil die roten mir bisher kein Glück gebracht haben. Das sind okay. Auch Kornwürfel. Auf die 4 plus wieder, ne? Ja. Da sind 3 durch. Jo. Merken wir uns schon mal? Genau, da bist du dran. Ich hab nichts mehr. Ach so, dann muss ich 3 wegnehmen schon, ne? Genau. So, die Vulkan-Berserker mit Schilden greifen als erstes an auf die Blood Reavers. 7 kommen dran, also 14 Attacken. Genau. Und auf die 4, auf die 4. Nee. Und auf 4. Rent minus 1. 4 mal. Oh, dann sind die durch. 4 Schaden. Echt? Ja, die haben nur ein 6er Safe. Dann, ja, 4 Schaden. Nehme ich 4 Modelle weg. Du aktivierst die Blood Warrior. Richtig, die Blood Warriors greifen an. Und zwar auf die 3 1er Reroll wegen den Waffen. Das ist stark. Hast du doch auch. Nee, ich meine, das, was du jetzt geworfen hast, ist stark. Und auf die 4. Ich hätte 1er Safe Rolls wiederholen dürfen eben. Habe ich das gemacht? Warum darfst du das bei denen? Nee, keine Reichweite. Schade. Das sind 4, 8 Stück. Minus? Nee, ne? Nee, kein Minus. Dann habe ich da ganz normal den 5er. Oh, stark. Naja. Wie 3 Stück. So, und 5 mal den, jetzt nur noch den 5er. Nochmal 2. Dann gehen 3 Stück. Oh. Ja, Kai wird immer besser. Auf jeden Fall. Er hat jetzt nicht, wie eine vielleicht alle bestimmt gedacht haben, die aktiviert, sondern er aktiviert jetzt die Vulkan Berserker, um diese Einheit rauszupeilen oder so zu peilen, dass die 8 Zoll vom Bloodthirster wechseln, weil der hat ja diesen Rundumschlag und da gibt es tödliche und da würden die Schaden bekommen, obwohl ich keine Einheit mehr da aktivieren kann. Somit hat er sie rausgepeilt und das war ein good move. So, die Vulkan Berserker greifen an und zwar mit was fangen wir an, auf wen? Ich fange erstmal mit dem Soulgrinder ein. Okay. Bis auf den Karl sind da die anderen drin, ne? Das sind 9 Stück, jo. Also 18 Attacken. Und alle Hitrolls wiederholen. Die nicht treffen. Ach so, das sind ja die. Das war auf die 4, auf die 3.
Jo, auf die 4. Also erstmal wiederholen. Und jetzt auf die 3. Viel zu viele Würfel. So, die lassen wir mal liegen, das save ich dann gleich. Mhm. Dann gehen Karl und die anderen Jungs auf die Blood Warriors. Ups. Auch alles wiederholen natürlich. Und auch auf die 4, auf die 3. Könnte sich lohnen mit dem Wiederholen. Die haben getroffen hier. Jo, bis auf der eine vom Karl. Alle? Himmel. Ehrlich jetzt? Ja. Und verwunden auf die 3. So viel. Das gibt Tote. Ich will's hoffen. Okay. Save auf die Blood Wars. 4 plus. Oh, einer stirbt. Der Weiße macht 2 Schaden. 2 sterben. 3 sterben. 3,5. Schön. Und hier auf die 4 plus. Ich muss mindestens 3, 6, 10. Ich muss 6 helfen. Oh. Sieht nicht gut aus. Ist er tot? Jawohl. Soulgrinder kaputt und 3,5 Blood Warriors. Modelle sind entfernt und die Gestorbenen greifen nochmal zurück an. Genau, das sind 6 Attacken auf die 3. 1er Reroll. Stark. Hör doch mal auf die 4. Das war nicht schlecht. Komm, das ist aber stark, das war nicht schlecht. Stark genug, würde ich sagen. 4 Stück, das war in Ordnung. 4 Stück, ich pack mal ein paar Würfel hier. Auf die 5. Auf die 5. 2 Safe. 2 Sechsen. Und jetzt habe ich auf die 5. Den 5er Safe after Safe. Einer durch. Naja, das hat sich doch gelohnt für dich. Ja, das hätte besser sein können. Das heißt. Jetzt ist der Soulgrinder weg, dann nehme ich den. Okay. Okay. Du hast nichts mehr zum Aktivieren, ne? Doch. Ich hätte noch was zum Aktivieren. Ja. Aber ich fange erst mal an. Genau, jetzt, weil so, du ja jetzt auch nur noch den hast zum Aktivieren. Ich hab die auch noch. Ach, die Reaver da hinten. Die Reavers habe ich auch noch. So, der Bloodthirster. Willst du nicht die Reaver als erstes aktivieren? Nee. Das kannst du ruhig machen, das ist kein Problem, Manu. Das machen wir nicht. Okay, dann. Ich muss mal zu nach dem, der hat ja Verwundung, ja. Wie viele Attacken der denn noch hat. Auf jeden Fall wirst du den Bloodthirster. So, als erstes aktivieren. 10, bei 14 hat er 4, hat er noch 4 Attacken. Okay. Reicht. Jo. Bist du noch live drauf? Ja, klar. So, 4 Attacken auf die 3 plus, weil er kriegt plus einen auf Charge. Auf die 5 plus mache ich zusätzliche Attacken. Das ist nicht cool. Eine zusätzlich. Oh, ganz schwach gewürfelt. Siehst du, die Würfel machen nicht mit. Und auf die 2. Eine nur. Rent minus 2. Oh, ganz schwach gewürfelt. Okay. Nehme ich mir hier mal so einen Würfel raus. Rent minus 2. Hast du? Nö, habe ich nichts. Dann 5 Schaden. Oh, das ist viel zu schwach. Was? 5 Schaden. Jo. Wir sind 5 weg. Das reicht aber nicht. Das war nicht geplant. Das finde ich okay. Weißt du was? Mache ich es mir jetzt sogar noch einfach, weil ich ein bisschen faul bin. Ja, nehm ganz einen. Kurz. Ich habe noch eine Attacke vergessen. Aha. Plus eine von ihm. Nö. Auf eine 1 nicht. Das ist Karma. Tja. Gut, dann nehme ich hier 5 Modelle raus. Gut. Und dann bin ich dran mit aktivieren, ja? Jo. Verdammt. Gut, dann stelle ich die rein und zähle Würfel. Die lilanen Würfel sind die Attacken von den 4 Stück, die beim Bloodthirster drin sind, von der Auric Asgard. Der weiße Würfel, weil er auf dasselbe trifft und auf dieselbe Augenzahl verwundet, aber 2 Schaden macht von dem Runesmiter. Und die würfel ich danach. Jo, wir machen jetzt den Kampf einfach zusammen, damit das schon mal durch ist. Ich bin ja eh nur noch da hinten dran mit aktivieren. Genau. Auf die 4 plus. Schon mal nicht. Und auf die 3 plus. Nichts. Okay, und dann auf die 3 plus und auf die 4 plus. Vom Runesmiter. Nichts. Na toll. Es hat ja. Hat ja richtig gerumst. Ja, hat richtig reingehauen. Okay. Okay. Dann die Blood Reavers. Jo. Sind reingepeilt. Sind 18 Attacken auf die 4. 1er Reroll wegen den 2 Einhandwaffen. Ist eine Menge raus. Finde ich gut. Mhm. Und auf die 4. Oh, stark. Jo, das war nicht schlecht. 7 Stück, kein Rent. Kein Rent. Auf die 4. Ja, doch, weil sie Schilde haben. Richtig. Genau, die Jungs haben ja die Schilde. Auf die 4. Ja. Sehr stark. So, und dann nochmal auf die 4. Weil Retter. Einer geht es. Na, okay. Einer geht. Komm, ich nehme hier hinten am Rand irgendwo einen weg. Zack.
Dann sind wir durch mit deiner Runde. Jo. Den Battleshock-Test für die Blood Warrior müssen wir machen. Und das war's, ne? 13 gestorben, ne? 7. Auf eine 5 geht einer. Ich nehme einen Command Point. Und lässt sie automatisch bestehen? Jo, ich muss nur mal ganz kurz gucken, ob es auch 6 sollte. Machen das nicht nur Feiglinge? Ich bin da nicht mehr so sicher, wie die Regel ist. Ich glaube, es ist auch nicht drin. Ich kann kein Command Point. Ne? Ne, ich glaube, 6. Muss ich würfeln. Ah, komm schon. Musst du den nicht rerollen oder so? Doch nicht. Schade. Okay, dann kommen wir zum Roll-Off, ja. Runde 3. Ich habe eine 1. Ich habe eine 2. Yay! Yeah. Cool. Fire-Slayer. Fire-Slayer ist Runde 3. Jetzt kurz vorher machen wir noch die Punkte. Ich bekomme da noch 2 Punkte, 1 Punkt und da 2 Punkte. Richtig, hier einen. Und hier hinten war ja der einsame Riese reingelaufen. Wo bist du jetzt? Bei 6, ne? 8, 2. Was? Du musst jetzt Gas geben, los. Okay, jetzt fange ich mal an zu spielen hier. Richtig, du wolltest mir nur einen Vorsprung geben, ne? Genau, so war das. Die Rune mit dem Wucht haben wir genommen. Genau, also minus 1 Rand habe ich jetzt eh immer und wenn ich eine 6 würfel, habe ich minus 2 Rand auf Nahkampfwaffen. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich wäre der Tod für Korn gewesen. Kann ich ihn rerollen? Nee, das gibt's noch nicht. Schade. Okay, dann kommen wir zur Heldenphase. Jawohl. Möchtest du deine Command-Ability nehmen? Mit den Battleshock-Tests, ne? Und Safe-Würfe von 1 wiederholen? Und Safe-Würfe von 1 wiederholen. Ja, komm, ich gebe dafür einen aus. Gib dein Command-Würfel, hast du noch einen? Genau. Wo ist die 1? Noch einen. Okay. Und dann war es das schon wieder in der Hero-Phase sagt der Runesmiter hier hinten, dass die Wound-Rolls wiederholen dürfen. Oh, das hast du noch gar nicht gemacht. Nee, weil die ja erst gekommen sind. Ach so, okay. Sind ja erst gekommen in der zweiten Runde. Genau, der Smiter sagt, dass sie Wound Rolls wieder auf Fernkampf oder Nahkampf? Für alles. Okay, cool. Until your next hero phase, you can reroll failed Wound Rolls for the unit. Willst du das da drüben auch machen? Ich überlege, ob ich das hier auch mache, aber der könnte es auch auf die machen. Reichweite? 20 Zoll. Ja, wird ihr sehen. Ich glaube, das lohnt sich, das da hinten zu machen. Okay. Ich mache das hier auf die Vulkite Berserker. Alles klar. Das heißt, die beiden Einheiten Vulkite Berserker haben Wound Rolls wiederholen. Jo, die müssen schnell weg, die Smiter. Ja. Bewegungsphase Fire Slayers. Der Berserker und der Magma Dwarf machen sich Richtung Bloodthirster und wollen ihn jetzt gleich killen. Natürlich. Dann kommen wir zur Fernkampfphase. Ja. Wo möchtest du anfangen? Ich glaube, ich fange direkt hier mit den Auric Hearthguard an. Okay. Das sind noch 10 Schuss. Richtig. 2 musst du extra machen, weil die, glaube ich, mehr Schaden machen, ne? Ja, genau. Den mache ich in weiß. Und der Rest. So. Auf die 4, auf die 3, glaube ich. Nicht so gut. Wieso ist noch mehr für die Hälfte? Ist doch die Hälfte. Und auf die 3. Jawohl. Sind? Minus 2 Rent dann. Ich denke, das ist nur ein Nahkampf. Ja, ist nur Nahkampf, stimmt. Hast recht. Dann habe ich einen 5 plus. Minus 1, ne? Ja. Jo. Oh. Dann geht ein Schaden durch, ne? Ein Schaden, ja. Auf 9. Okay, das waren ja nur die jetzt erstmal. Dann mache ich jetzt die Wurfäxte. Jo. Direkt hinterher von denen. Auf die 4. Auf die 4, glaube ich. Jawohl, einer. Kein Rent. Oh, schlecht gewürfelt. Und da geht ein Schaden weg. Ja. Die Wurfaxt genauso acht. Viel gemacht wie die. Wie die ja, das ist meistens so. So, okay. Geht auf 8. Dann kann der Runesmiter aber auch noch seine Axt auf ihn werfen. Trifft. Jo. Ich sehe es nicht. Verwundet mit einer 6. Oh. 4 plus. Okay. Safe. So, die von außen können jetzt nicht reinwerfen, ne? Doch, die können auch reinwerfen. Echt? Ja, klar. Ja, dann nehme ich die Axt vom Grimrath Berserker gleich. Okay. Trifft. Jo. Verwundet nicht. Verwundet nicht. Dann vom Runefaser. Nö. Okay. Dann haben die auf jeden Fall schon mal geworfen Richtig. Und geschossen. Dann zähle ich Würfel für die hier hinten. Jo, das sind. Okay, gucken wir erstmal. So, die Vulkite Berserker werfen ihre Äxte auf die Blood Warriors. Genau. Auf die 4, auf die 4. Die 4 und die alle rerollen. Stark.
Ja, die Smiter sind schon stark für ihre Punkte. 120 Punkte auch noch. So, das sind 7. Die waren, glaube ich, nur auf 80 oder so. Ganz wenig, das war. Ja, die waren mal auf 80, das stimmt. Das kenne ich sogar noch. Auf die 4. Oh, drei Stück nur. Gehen zwei Modelle. Alleine schon angeschlagen, alle. Genau, der Champ ist angeschlagen. Und der hier. Okay. Ja, dann. Werfen wir hin. Werfen, ne? Genau, das sind 29, würde ich sagen. Ja, die müssten ja alle drin sein, ne? Ich zähle mal. Jo, die sind alle drin. 10, 12, 14. Wir sind immer noch drauf. Machen wir mal. Gucken wir uns mal den schönen Magma drauf hier an. Ich mach 15 und 14. Okay. Mal. Oder soll ich mal die Würfel da nehmen? Komm her, gib mir mal. Willst du mal mehr würfeln, was? Ja, ich will mal ganz viel würfeln, damit noch ein bisschen was runterfällt. Oh, der Kai, der will. Ich hab's Geld locker sitzen, weißt du? Jawohl. Sehr, sehr gut. Ah, sind schon. Brauchst du noch welche? Nee, ich glaube, das sind die schon. Okay. Werf mal den Eimer. Ich werf mal den Eimer. Auf die 4 wieder. Okay. Und auf die 4 alles wiederholen. Oh Mann, das wird richtig hart jetzt. Ach komm. Doch, doch, das Reroll, das ist so wichtig für dich. Ah, sieh mal an. Jo, ich reich sie dir mal, es sind ja. Die armen Reavers. Auf die 6. Das ist der Tod für die. Ja, sieht gut aus. Wie viel sind das? 3, 6, 9, 10, 11 Stück. 11 Stück? Jawohl. Dann nehme ich mal 11 Modelle von den Reavers weg. So, der Rune Smiter noch hinterher auf die Blood Reavers. Auf die 3, auf die 4. Ah. Und auf die 4. Jawohl. 6er. Noch einer weg. Schnupp. So. Das war alles an Fernkampf. Charge-Phase. Charge. Der Berserker. Genau, der Berserker auf den Bloodthirster. Mit einer 6 kommt er da hinten rum. Jo. Sollte, ne? Was ich um den Baum? Jo. Das ist nicht gut. Dann kommt er nicht rum. Willst du rerollen? Muss ich komplett rerollen, ne? Warte, ich muss mal gucken, wie viel er hier braucht. Mit ihm brauche ich dann mindestens so eine, naja, eigentlich eher eine 7. Ich habe noch einen Command Point. Ja komm, ich will rerollen. Command Point nehme ich, gebe ich jetzt aus. Und dann rein mit dem Berserker, komm schon. Das sollte jetzt klappen. Ja, das reicht. Das sollte das passt klappen. Schon. Okay, dann mache ich gleich mit dem Magma Bros noch. Jo. 3. Kannst du rerollen? Ich habe meinen Command Point gerade aus. Keinen Reroll. Ich habe keinen mehr. Oh wei, der kommt nicht rein. Der kommt nicht rein, das ist Mist. Das müssen Smiter und Haskard müssen es richten. Ja, okay. Und der Berserker. Ja. Ich habe Angst, der Grimrath Berserker greift den meinen geliebten Bloodthirst an. Ich glaube, der geht ihn richtig jetzt baden. Ich will es hoffen, wenn ich gut bin. Korn möchte gerne, dass du schlechte Würfel hast. Nee. Der will, dem ist egal, wer Blut lässt. Ich weiß, Hauptsache der Blut will, da. Der Hauptsache ist Fließblut und ja. Das tue ich jetzt für ihn. Ich bin da nicht so. Auf die 3. Schon mal 2 nicht. Oh, eine nur? Eine mit minus 2 jetzt durch die Rune. Ich brauche einen 6er. Oh, ja! Verdammte! Juhu! So, du aktivierst die, Blood Warriors. Die Blood Warriors. Gepeilt hast du schon? Richtig. Die blauen auf die 3. Die auf die 3, die hier darf ich 1er rerollen. Eine 1. Das sind alle? Mhm. Die auf die 3, die auf die 4. Das war kein Wurf. Oh, das war nicht so. 2. Die haben Rent minus 1. Mhm. Also 6er, die würfel ich schon mal. Nein. Das wären 4 Schaden. 4 Schaden. 4 auf die 5, ne? Ja. 2. Und 2 normale ohne Rent. 2 normale ohne Rent. Safe. Und der hier auch auf die 5? Dann gehen 3, ne? 3 insgesamt, okay. Jo. Die Hearthguard probiert's wieder auf den Bloodthirster. Genau. 4 Attacken auf die 4, auf die 3. Zur Hölle nochmal. Eine, die war so wichtig, ich habe doch gesagt. Ja, ja. Auf die 3.
Was? Verdammt geil. Wieso? Schade. Wieso? Ja, Kai hat es ja mal einen Taktikfuchs. Diesmal muss man ihn nochmal kritisieren. Kai hat vergessen, eine Fähigkeit von den Hearthguards, und zwar, wenn ein Held in 5 Zoll ist von dem Ziel, was er anschließend kriegt, da plus ein Hit, das hat er leider bis jetzt immer vergessen. Ja. Mal gucken, ob er noch die Chance kriegt, das nochmal zu machen. Ja, jetzt. Ich teile die Waffen auf, die 3 gehen auf deinen Held, die 2 auf deinen Fernkämpfer. Okay. Erstmal die auf den Held, oder was? Ich würfel die gleichzeitig, 4 plus. Okay. Okay, da gibt es 6, gibt es eine zusätzliche Attacke, 4 plus? Nein. Nö. Da 4 plus? Natürlich. Das sind die auf den Helden, ne? Jo. 2 plus? Da kommen wir gleich. Und hier war nur eine. 2 plus? Okay. Da haben wir Rent minus 2. Okay. Dann habe ich da nix. Hast du nix? Dann sind das D6 Schaden. 2. Okay. Da habe ich auch keinen Retter bei der. Okay. Das heißt absolutes Gemetzel. Das heißt, jeder kriegt in 8 Zoll D3 tödliche. Nein! Erstmal eher D3 tödliche, bevor wir dann Held. Schaden machen. Ja. Eine. Also eine tödliche. Willst du die retten auf die 5 plus? Ja, auf die 5 plus kann ich die safen. Nee, nein. Einen Schaden. D3 tödliche auf deine Hearthguards. 3. Oh. Somit sind wir bei 5 Schaden. Die sind dann schon weg. Okay. Auf deinen Smiter. 3. Oh. Ich glaube, der hat dann noch 1 oder 2. Okay. Und auf Magmadorf. Ja, weil der auch in 8 Zoll ist. 2. Uiuiuiui. Der hat dann nur noch 7. Okay, also so, habe ich mal jetzt gelegt. Jetzt musst du 2 saven mit Rent minus 2 auf den Grimwarf. Dann habe ich einen 6er erstmal. Nein. 2d6? Mhm. Oh, 4. Ach du lieber Himmel. Okay, das überlebt der höchstwahrscheinlich. Ja. So, jetzt 5 plus. Jo. Er überlebt. Ja. 2 gesaved. Also hat er insgesamt 3 Schaden, ne? Insgesamt hat er 3 Schaden. Ah. Dann kann der eventuell nachher noch. Wie viel hat der insgesamt Leben? 5? 6? 5 hat er. Ich gucke schon. Zählst du runter oder hoch? Der hat 6 Wunden. Okay, dann lege ich 3 hinaus. Ja. Okay, die Hearthguards sind weg. Ja, der Smiter, der hat noch 2, glaube ich. Wir machen das mal, weil das nicht zum Nahkampf gehört. Der Magmadorf kann dieses Blut, weil er Schaden bekommen hat, auf seine eigenen Leute kriegen. Auf eine 1 würde der Smiter Schaden kriegen. Genau, weil er innerhalb von 3 Zoll ist. Komm, Kai, enttäusch mich nicht, die 1. Oh, Gott sei Dank, keine 1. Glück gehabt, endlich. Sauber. So, dann bist du dran mit aktivieren. So, 18 drin, einer davon ist der Scheffel. Auf die Blood Reaver. Auf die 4. Die roten sind der Chef. Ah, die werden weg sein. Wir wollen nur noch mal, dass Kai ein bisschen würfelt. Und Wound Rolls darf ich eh wiederholen. Richtig, auf die 4 und Wound Rolls wiederholen. Haben die Rent minus 1? Ja. Dann sind sie schon tot. Sind sie schon tot, weil wir schon durch sind. Oh, jo. Schade, ich hätte gerne. Dann sind sie weg und ich habe meinen dritten Blutzehnpunkt. Yeah. So, als nächstes greifen die Vulkite Berserker an, die voll gebufft sind, auf die Blood Warriors. Jawohl, alles wiederholen für beide Würfe. Auf die 4, auf die 3. Ja. Und die weißen Würfel sind für den Chef. Jo. Du hast also nämlich hier Rent minus 2 gehabt, ne? Nicht vergessen. Richtig, ja, stimmt. Und die haben jetzt Rent minus 1. Genau. Darf ich nicht vergessen. Reroll? Ist schon mächtig mit den Rerolls. Muss auch sein. Ja. Aber trotzdem kommen welche nicht an. Jo. Okay, und jetzt auf die. Rein und minus 1, alles wiederholen. Oh. Froh, dass du den Reroll hast. War auf die 4 was? Oder auf die 3? Auf die 3 jetzt. Und der. Okay. Und die haben jetzt alle minus 1 und das ist der, der 2 Schaden macht. Ich gebe sie denen hier an. Dann habe ich noch einen 5 plus. Ah. Oh. Mann, das sind 4 Stück. Nur. Yeah. Einer tot, ja, zwei tot, 3 tot, 4 Tote habe ich. Die gestorbenen Blood Warriors wollen zurückhauen. Richtig, die dürfen ja nochmal nachrücken. Und zwar trifft die Spezialwaffe auf die 3. Eine nur. Und auf die 3. Jo, Rent minus 1. Rent minus 1, dann habe ich einen 6er. 2 Damage wären das. 2 Damage, dann habe ich einen 5er. Beide durch. Jo. Und die hier auf die 3, 1er rerollen.
Ziemlich stark. Hör auf, das jedes Mal zu sagen. Das ist und ziemlich auf die stark. 4. Oh, eine nur. Siehst du? Ja, stark. war kein Rent, ne? Ne, da kein Rent. Dann 5er, war eine 3. Jo, und? Und genau, den 5er nochmal. Jawohl, safe. Aber einen muss ich da wegmachen vorher, von vorher. Zwei sogar waren es. Zwei waren es, ja. Richtig. Okay, ich nehme mal hier hinten noch 2 weg. Und zu guter Letzt der Smiter. Jawohl. Erstmal mit seiner Axt auf die 4, auf die 3. Hat er 2 Waffen? Ja, ja. Jawohl. Rent minus 1. Einen 5er. Nee, ist durch. 2 Schaden. Ist auf 6. Der macht mehr Schaden wie die alle anderen. Wie alle anderen zusammen. Richtig. 2 Attacken. Also war das richtig von mir, hä? Der hat jetzt die 2 Schaden gemacht. Ja, genau. Auf die 3, auf die 4. Beide. Hey. Komm, 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 komm. Oh, Rent. Kippe. Ah, eine nur. Eine mit minus 1 wieder. 5er. Safe. Ah, okay. Glück gehabt. Na gut, aber hat eine Attacke weniger, ne? Richtig. Das war wichtig. So, Ende der Runde der Fire Slayers, dann machen wir hier den Battleshock-Test für die Blood Warriors. 2 plus 6, dann geht einer. Ach, Mist. Dann halte ich Gott sei Dank das Ding noch. Ah, das gibt's doch nicht. Welch glückliche Situation. Hilfe, ja. Okay, dann habe ich in meiner Runde einen Punkt gemacht, wo der Magmadros hier draufsteht. Richtig. Battleshock-Test musste ich nicht machen, weil die da noch drin sind. Ich bekomme noch den Shit Happens Point. Da hinten sind zwar auch 1-2 gegangen, ich weiß nicht mehr genau wie viele. Bei dir ist einer, glaube ich, gegangen. Einer war es, da muss ich keinen machen. Nee, genau. Nee, die ging ja plus 2 sogar noch. Und die Hearthguard war ja sowieso weg. Jo, dann kommt Runde 3 Korn. Oh, oh, ich habe nicht mehr so viel. Jawohl. So, gucken wir mal, ob die Slaughter Priests sich selber töten. In Korn Runde 3. Er probiert den Damage-Schaden auf die 4 plus. Nein. Nein. Aber er ist schon mal nicht draufgegangen. Er ist schon nicht mal drauf. Das zweite Gebet ist plus 1 Safe. Ah, er kann immer noch sterben. Er kann immer noch sterben. Ja, sehr gut, dann macht er das jetzt. Komm. Plus 1 Safe auf den Bloodthirster. Ach. Ja, er kriegt plus 1 Safe. Geht durch. Okay, der probiert den Schaden auf die 4 plus. Jo. Auf. Was hat der so ein Retter? Ein 5er. Ein 5er Retter, ja. Solange der hier da drum steht noch. Das ist der wichtigste, der den auch immer hat. Und die haben auch noch einen 5er. Die haben, das sind unter 10 Modelle jetzt. Ein 6er nur noch? Dann haben die jetzt den 6. Dann hau ich den D6 Schaden auf die. Okay. 6. Ey, echt? Jo. Das gibt's doch nicht. Oh, oh. 6er Saves, bitte. Einen nur. Mhm. Oh, dann gehen da 5 Stück. Das ist eine harte Geschichte. Jo. Nimm auf jeden Fall den einen weg, weil sonst. Ja, der ist raus mit dem Battleshock, ne? Okay, ich nehme ein paar Modelle weg, dann geht's weiter. So, hier die Modelle sind weggestellt. Der zweite Slaughter Priest macht noch das zweite Gebet. Richtig, vielleicht killt er sich das. Das wäre gut. Plus ein Hit auf den Bloodthirster. Komm, stirb. Ah, nee, klappt aber nicht. Das hat am Anfang viel besser geklappt. Okay. Okay, der rammt seine Standarte wieder rein in den Boden. Jawohl. Und. Bringt ihm das überhaupt noch was? Ja, da kriegt er plus eine Attacke. Auf 18 Zoll? Jo. Der steht seit Anfang an drin. Oh, ja, Fuchs, Fuchs. Okay. Dann kommen wir zur Bewegungsphase. In der Bewegungsphase von den Kornjungs sind da hinten die zwei Slaughter Priests so ein bisschen gelaufen. Richtig, in die Position. Der positioniert Riese. Sich zum Chargen. Ja. Und das war's. Chargephase. Chargephase. Okay. Er charged. Der Riese als erstes. Ja, richtig, ich brauche eine 10, war das? Ich glaube ja. Jo, eine 10. Sieht so aus. Ich habe eine 10. Das gibt's doch gar nicht. Und stopp. Ohne Reroll. Ich muss rerollen. Sag ich dir warum. Mhm. Weil, wenn ich einen Pasch würfe, fällt er um und kriegt die 3 Tötchen. Echt? Ja. Das ist cool. Also Command Point ausgegeben, rerollt, ja. Kommt nicht rein. Kommt nicht dran. Ah, solche Regeln mag ich. Hast du ein Glück. Okay. Wollen die Slaughter Priests chargen? Ja klar. Der charged. Mhm. Ja, ganz, ganz locker. Kann der nicht auch eine tödliche kriegen auf dem Pasch? Nee, leider nicht. Ach komm. Sind das eigentlich für Würfel, dass die immer 2 Fünfen werfen? Okay, alles gut. Ich wollte hier nur mal so Gedanken streuen. Das Peilen ist jetzt, das Chargen ist wichtig. Ich peile jetzt hier rein. Somit müssen die beiden auf dem peilen und können nicht zum Missionsziel peilen. Ja, clever. Und er probiert es auch. Er will natürlich auch noch da rein. Wenn dann richtig. Eine 8. Reicht doch. Okay.
nicht. Schlechtes Ding, habe ich richtig schlecht positioniert. Ich fange mal mit dem Platzförster an. Mit dem Platzförster fängst du an. Alles klar. Ich überlege, ob ich da nicht angreife, aber nein, du haust mir den weg. Ich haue. Vier Attacken. Alle vier auf deinen Berserk, auf den da. Auf den Grimwrath Berserker? Ja. Okay, jetzt willst du aber wissen. Weil ich. Wie heißt es? Spekuliere auf den Rundumschlag. Okay. Ja, gut. Kann klappen, kann auch nicht klappen. Dann auf die vier. Jawohl. Sechsen machen neue Attacken. Ja. Nur eine. Verdammt. Oh. Auf die zwei. Ja? Red minus zwei. Okay, sechster Safe. Komm schon. Gib mir mal einen sechster Safe jetzt bitte. Das ist immer, im Gelände hast du gesagt, es ist immer Kippe, ne? Ja, komm. Will ich einen anderen Würfel nehmen oder? Ach komm, risky. Oh! Schaden. Hm. Sechs. Oh, das gibt's nicht. Das war wichtig. Ja, Mist. Der ist doch jetzt down. Drei hat er noch, ne? Ja. Komm, ich brauche jetzt vier Sechsen. Fünf reichen, oder? Stimmt, fünf, weil. Ah, genau, richtig. Fünf. Du brauchst drei Fünfen. Nee, vier. Bei drei Stück geht er ja tot. Ach so, ja. Aber der darf nochmal attackieren, nur so nebenbei. Ja. Okay, keine. Okay, der ist schon mal platt. Aber auf die 2 plus, glaube ich, ne? Auf die 2 plus. Wenn du die schaffst, kriegst du ein Shit Happens, ne? Brennt? Was brennt? Ich weiß es nicht. Okay, auf die 2 plus? Ich will es auch nicht wissen. Nein! Habe ich einen Reroll? Nein, habe ich noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ohne Scheiß. Das gibt's doch gar nicht. Ey, ich habe auch wirklich kein Glück heute. Der war der Einzige, der den noch hätte umrauen können da. Der Magma-Dwarf haut den jetzt um. Ja, aber der hätte das machen müssen. Ich krieg einen Blut 10 Punkte. Oh, der hätte auch noch... Genau, und das auch noch. Und der hätte auch noch zweimal zuhauen können. Ja. Trotz... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Der hat noch nie irgendwie was gerissen. Neulich beim Weihnachtsturnier genau die gleiche Scheiße. Okay, wir machen weiter. Du hast aktiviert. Dann kann ich jetzt aktivieren, ne? So, Kai geht auf Risiko, er teilt auf. Die zwei gehen auf ihn, die zwei gehen auf ihn. Ja, also der Karl erstmal mit dem anderen Typi da, weil der Karl mehr Schaden machen könnte potenziell. Ich hoffe, dass der weggeht. Auf die 4, auf die 3, aber ich darf eh alles rerollen. Mhm. Oh, ich glaube, der geht da. Könnte knapp werden. Mhm. Auf die 3. Oh, stark. Reroll. Nein! Aber es sind potenziell 3 Schaden, ne? Wenn genau, Rand minus 1. Oh, ich glaube, der. Ich muss mal ganz kurz gucken. Sorry für die Kamera. Wir haben einen 6er. Slaughter Priest hat nur noch einen 6er. Dann ist er weg. Okay. Gut. Dann würfel ich direkt die anderen beiden da. Die 4 auf die 3. Oh, alles rerollen. Ist echt wichtig, sowas. Ja. 2 Stück. Oh, oh. Und auf die 3. Oh, oh. Einer mit minus 1. Den kannst du noch wiederholen, den 1er. Ach stimmt, den 1er kann ich noch wiederholen. Oh, 2 Stück mit minus 1. 6er. Ist auch weg. Jawohl. Da siehst du. Schon 2 Heroes getötet. Richtig. Schön! Dann bist du dran mit aktivieren, hast aber nichts zum aktivieren. Nope, dann darfst du noch mit dem Smiter. Dann darf ich mit dem Rune Smiter zuhauen. Die eine und die zwei anderen Attacken. Ich muss kurz nachgucken. Ich kann mir das einfach nicht merken. 4 plus 3 plus oder 4 plus 4 plus. Erstmal die Axtattacke, genau, auf die 4, 3. Also 4 auf die 3. Nö. Und die anderen auf die 3, auf die 4. Beide. Auf die 4. Einer mit minus 1. 4 plus. Ist safe. Oh. Okay. Dann ist Runde 3 rum, ne? Jawohl. Du machst wie viele Punkte? 8 Punkte. Nee, Entschuldigung, 5. 5 mache ich. Ich wollte gerade sagen, 2, 3, 4, 5. 5. Und ich halte das Ding 3 Runden lang. Jawohl. Ich brauche noch eine Runde. Mhm. Die nehme ich dir. Die nimmst du mir? Ja, ich hoffe, dass ich jetzt... Hast du die Punkte aufgeschrieben? 5. 8, 13... 13 zu 3. Oh, oh. Ist kein Problem. Inni. Inni-Wurf. Komm, jetzt aber. Ich brauche den Turn. Ja! Oh, sehr gut. Den brauche ich so dringend. Ja, die 6. Runde 4. Jawohl. Okay, Runde 4 Fire Slayers. Und zwar nimmt er die Rune mit der Bewegung. Exakt. Auf die 6 gibt es noch Plus auf den Charge. So, komm, bitte. Das jawohl! Gibt es das nicht. So. Jawohl, plus 4 auf den Charge. Sauber. Junge. Heldenphase, was machen die Smiter? Geben die den oder den? Ich habe ja 2 Smiter.
Der Smiter gibt den Wound Rolls wiederholen. Okay. Na? Und der Smiter. Was hat das in der Reichweite? 20, ne? Das wird passen. Ja, ja. Okay. Das sollte passen. Dann kriegen die wieder Wound Rolls wiederholen. Okay. Bewegungsphase hier drüben. Die Vulkhead-Berserker machen sich Richtung meinem Punkt und wollen den einnehmen. Jawohl. Die haben sich 3 Zoll Abstand gehalten und der Magma-Dwarf 3 Zoll. Jetzt kommt die Fernkampfphase. Genau. Ich mache erstmal die beiden Jungs hier mit. Auf wen ist das? Auf den Bloodthirster mit den beiden Äxten. Auf die 3, auf die 4 beide, ne? Und auf die 4. Ist es ein? Jawohl. Kein Rent, ne? Kein Rent. 3 plus. Oh, geht auf 5. Nur noch 5. Schön. Dein Gleister. Dann hier hinten, die 4 werfen ihre Äxte natürlich auf die Blood Warriors. Bei denen ist es, glaube ich, nur 4 auf die 4. Ja. Ja, die 4 auf die 4. Gar keiner. Jetzt, oder? Und hier 3 Stück. Da 3 Stück. Auch auf die 4, auf die 4. 2 Stück. Und auf die 4. Einer. 3 plus. Ach, warte mal, den Wound Roll. Den einen Wound Roll darf ich wiederholen. Nee. Okay. Hat er einen Schaden und geht auf 4 oder 5. Ich muss nicht mehr sagen. So, Rest macht dann keinen Sinn. Latze Greater hat 5 Leben, also hat er auf 4. Okay. So, dann Charge-Phase. Charge-Phase. Jawohl. Der Magma Dwarf. Ja. Jo. Kommt locker rein. Dran. Die brauchen auch höher wie 3. Ganz locker, aber ich könnte sogar noch rerollen. Ja, du bist eh dran. Dann kannst du noch peilen. Ja, richtig. Also das hier. Würde eh passen. Genau. Die werden auch dran sein. Hoffe ich doch, weil die kriegen alle eh 4 auf den Charge. Ja, ja, du bist eh dran. Alles gut. Zack. 29 Würfe wegen den Schildern auf die 6. 4 Sechsen und der Held ist tot. So soll das sein. Hast du 4 Sechsen? Ich glaube, hier sind nur. Doch, sind 4. Genau, 4. Sauber, dann ist er weg. Der Held ist tot. Hat er nichts gegen Mordogus? Nein. Das ist ja ein schwacher Held. Richtig. Voll der schwache Hero. Und ich komme hier auf 7. Okay, dann brauche ich die da hinten schon mal nicht aktivieren. Genau, Aktivierungsphase. So, jetzt überlege ich erst nochmal, ob ich den Bloodthirster oder die da hinten aktiviere. Heftige Situation. Kai musste sich entscheiden, und wo er als erstes angreift. Und jetzt greift er natürlich da an, weil da geht es um wichtige Punkte. Ja, die brauche ich ganz dringend. Okay. Die roten Würfel sind für den Chef. Auf die 4, auf die 3. Sieht nicht ganz so gut aus. Oh, Reroll. Ah ja, Hitrolls rerollen. Die 3 sind raus. Und auf die 3, alles rerollen. Jawohl, komm. die haben jetzt kein Rent mehr. Dann einen 4 plus. Oder haben die noch Rent? Nein, nee. Haben die nicht mehr. 4 Schaden, was? 2 Schaden, 3 Schaden, 4 Schaden. Dann okay, sind die weg. Dann sind die weg und können aber noch einmal zu angreifen. Richtig, ja. Aber du kriegst das Ding auf jeden Fall. Die 4 Attacken von den Blood Warriors, die gestorben sind. Auf die 3. 1er Reroll. Sag deinen Spruch. Stark. Auf die 4 und jedes Mal 2 Stück noch. 2 Stück. Okay. 5er, kein Rent, ne? Einer safe und den 6er? Nein. Einer weg. Einer weg. Okay, dann nehme ich hier mal den einen da weg. Ach nee. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Okay. Dann darf ich noch mit dem Typen, ne? Du darfst aktivieren mit dem Bloodthirster, ne? Jo, 5, das heißt noch 9. 3 Attacken noch. Okay, weißt du schon wo drauf? Alles auf den Magma Dwarf. Alles auf den Magma Dwarf, okay. Jetzt oder macht das Sinn? Wir haben alles geht's hier all in. Bis jetzt hat der Runesmite am meisten Wunden von dir abgezogen. Das macht mir, der Magma Dwarf hat noch wie viel Leben? 7. Ja. Okay, alles auf den. Okay. Auf die 4. Immer noch. Ne? Ich hab den hinten nicht geschafft eben. Auf die 4. 6er macht eine zusätzliche Attacke. Nein! Auf die 4. Oh, er kriegt sie. Auf die 2. Oh oh. Ja. 2 Stück, Rent minus 2. Der hat einen 6er jetzt. Nein! Das wären 2d6. 5. 5. Aber hier ist noch eine 6 dabei. Und zwar gibt das nochmal D3 tödliche für den Smiter. 2. Okay, damit ist der Smiter platt. Und D3 tödliche für den Magma Dwarf. Brennt.
Komm, würfel eine 1 jetzt. Eine 1. Jawohl, der lebt. Der lebt. 6 Stück. Hat er ein Leben, ne? Der hat nur ein Leben. Okay. Der lebt. Zack. Ich hab 9. Ich hab viel zu viele Blutzehnpunkte. Ich muss ausgeben jetzt gleich. Ja, ob das noch was bringt? Ja, Scabron kommt jetzt gleich. Nee, komm. Doch, ja. Ich hab zu viele Punkte. Soll nicht dein Ernst. Scabron, hast du es noch alle? Okay, ich bin dran mit aktivieren. Der Magma Dwarf greift an. Volle Power jetzt, der haut um. Ja, der Runefaser erstmal. Jo. Mit seinen 3 Attacken, mit seiner großen Axt auf die 4, auf die 3. Eine. Jo. Jawohl. Der ist der Rent minus 1. 4. Der ist safe. Oh, der hätte 3 Schaden gemacht. Ja, dann wäre er kaputt gewesen. Ja. Die 2 Attacken Klauen und Hörner vom Magma Dross auf die 4, auf die 3. Beide. Komm jetzt, komm. Einer mit Rent minus 1. 4. Ah! Safe. Das gibt's nicht, der überlebt die Scheiße. Los, mach jetzt die D3 tödliche. Die D3 tödliche für... Also du musst unter der 6 werfen, wenn der 6 dann nicht, ne? Ja. Oh, okay. D3 tödliche? D3 tödliche. Es sind 3. Aber, der hätte weg sein müssen. Somit hat er noch 2. Der hätte weg sein müssen, das kann nicht wahr sein. Ja. Mehr kann ich nicht machen. Mehr kannst du nicht machen. Dann kommen wir in... Ich hab nichts mehr. Zum Aktivieren. Du bekommst Punkte. 4. 6. 2. 1. 7 Punkte. Jawohl, dann bin ich bei 10. 13 zu 10, liebe Freunde. Gott sei Dank kommt jetzt noch sein Zwillingsbruder von dem Blattförster. Nee. Doch. Nein! Okay, Runde 4, Korn. So, da ist Scarbrun gekommen und er konnte tatsächlich dahingestellt werden. Richtig, ich gebe meine 10 Punkte aus. Ja. Und... bei mir geht es jetzt ziemlich schnell in der Heldenphase. Ich mache seine Command Ability an. Ne, mache ich gerade. Von wem denn? Bloodthirster oder so? Ja, vom Bloodthirster. Dass er Charge rerollen darf. Dann kommen wir zur Bewegungsphase. Das geht eigentlich auch rucki zucki. Der geht 8 Zoll nach vorne. Wo steht eigentlich das Ding? Das hast du so schön versteckt. Ja, das ist da irgendwo drunter. Ich habe den Punkt, glaube ich, kaputt gemacht. Du kannst den jetzt nicht mehr einnehmen. Ah, okay, cool. Dann kommen wir zur Charge-Phase. Und zwar darf ich da noch ganz kurz was machen. Oh, da musst du mal kurz Stopp machen. Ich überlege es mir, je nachdem, wie hart das ist, was du da machen willst. Übrigens nochmal danke an den Nils, weil Scarbrand ist auch ausgeliehen. Jo, ich habe nämlich meinen vergessen zu Hause. Okay, probieren wir den Charge. Auf die 9 mit Scarbrand. Jo, ist eine 9. Ja, tatsächlich eine 9. Und ich gehe aber in die Richtung. Das war mir schon fast klar. Warum? Aber dass trotzdem die Unterbrechung zählt, ne? Ja, die Unterbrechung zählt. Ja. Okay. Aber mir geht es jetzt, schalte Einheiten im Nahkampf aus. Das war mir wichtig. Ah ja. Da muss ich am Ende ja auch noch zählen. Der Riese, das machen wir alles am Ende. Der Riese. Eine 7, das reicht auch. Noch irgendwas? Ach nee, der ist schon drin. Ja. Okay. Dann, was aktivierst du als erstes? Ich peile natürlich mit Scabbard rein. Echt jetzt? Ja, komm, ich will dir auch nochmal ein bisschen Spaß lassen. Da kannst du mein Bloodthirster töten. So arrogant. Obwohl, das wäre ja heftig. Wenn ich den Bloodthirster töte. Kriegst du ja doppelt beim General. Entschuldigung, nein. Was? Wieso? Weil wenn du einen General tötest, kriegst du Doppelpunkte. Ach ja. Darf ich noch umändern, oder? Jetzt hast du schon gesagt, okay. Finde ich. Okay, dann alles gut. Nein, mach ruhig. Ey, nein. Ich wollte das jetzt eigentlich nur aus Scherz. Du kannst es ruhig noch machen, wenn du willst. Nein, alles gut. Komm, dann würfel. Okay. Auf eine 1 bis 3 nimmst du den Bloodthirster, auf eine 4 bis 6 nimmst du Scarbron. Okay, Scarbron. Dann sind das 4 Attacken. Achso, und du hast gesagt, Slaughter wiederholst du. Richtig, auf die 4. Brauche ich nicht wiederholen. Oh. Auf die 3. 3 Stück mit Red minus 2. Jo, dann habe ich da schon mal so keinen Safe mehr. Dann wären das 9. Safe after Safe. Kommt mir ein bisschen stark vor, der Junge. Ja, der hat doch volle Leben. So, 6er bitte. Da ist einer rüber, aber die sind eh platt. Alles okay. Klar. Krieg ich einen Blutzehnpunkt? Ja klar, schon wieder. Wie viel hast du denn jetzt? 4, ne? Nein. Mann,
Das ist immer zurück, wenn man was beschwört, ist sofort zurück. Ach so, dann komplett. Oh, hättest du nicht ein paar Bloodletters beschwören können? Oder genau. So? Dann wären du die darfst. Alle weg gewesen. Du darfst. Okay, ja, ich aktiviere dann selbstverständlich den Magmadross. Richtig, drei Attacken. Magmadross. Jawohl, erstmal die Klauen und Hörner von Magmadross. Auf die 4, auf die 3. Beide, auf die 3. Beide, minus 1. 5 plus und dann wird es auch weg. Oh, stark! Doch, noch nicht. Stark. Aber das war noch nicht das Fiese. Jetzt kommt erst das Fiese. Ja, jetzt drei Attacken auf die 4, auf die 3 von der Axt. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da los? Oh, weia, weia. Kann ich jetzt meinen Command Point nehmen und einen Reroll? Ja, beim nächsten 40k-Spiel geht das auf jeden Fall mit. So nicht. Du hast nichts mehr, ne? Sonst. Der kann sonst nichts mehr. Karma ist eine. Hm, okay. Doch, der. Ja, was hat er noch? Der hätte werfen können, aber das ist ja in meiner Phase. Genau, wir sind nochmal in meiner. Somit darf ich zurück angreifen. Das gibt's doch nicht. In der zweiten Runde, da kommt's nicht vorwärts. Ja, also Gerechtigkeit siegt, hat er eben gesagt. Das ist ja irgendwie okay, nicht das. Okay, drei Attacken auf die 4. Sechster macht eine zusätzliche. Hm. Als ob du die jetzt noch brauchst. Jetzt komm schon. Und auf die 2. Drei Stück mit Rent minus 2. Drei Stück mit Rent minus 2. Also, Sechsen. Oh. Eine Save. 2d6. Oh. 3? Ja, nur 3. Aber ich hab keinen Save After Save mit dem. Den hast du leider nicht. Hab ich echt nicht. Oh Mann, oh. Der ist weg. Dann ist der General leider weg. Der General ist tot, ja. Oh. Dann hast du den Punkt. Richtig. Okay, das gibt automatisch für dich jetzt 6 Punkte. 4. 8. 8 sogar. Ach stimmt, da hinten. Weil Hausregel. Wieso Hausregel? Achso, mit dem Weiterlaufen. Mit dem Weiterlaufen ist doch eine Hausregel, oder? Nicht bei jedem Battleplan. Achso, okay. Bei dem Battleplan dann halt nicht. Ja, dann. Runde 5, Warlock. Wenn du noch. Ich hab eine 4. Ich hab eine 1! Ja, ich würde dir die Inni geben. Du würdest mir die Inni geben? Ja. Einfach so, weil ich eh nichts machen kann, ne? Dann würdest du den. Du könntest vielleicht auch den General töten, wenn du möchtest. Das kann ich probieren, ja. Das spielen wir auch noch auf jeden Fall zu Ende. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, das bringt ja nichts mehr, aber wir spielen es auf jeden Fall noch zu Ende. Ja. Was ist deine letzte Rune? Ja, das weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Müsste ich jetzt mal kurz nachgucken. Du kannst ja mal kurz würfeln, dann gucken wir das danach nochmal nach. Besseres Warte, haben. Auf die 6. Nö. Okay. Jawohl. Jawohl, wir haben noch gemacht, der Smiter gibt den, dass die Verwundungswürfe wiederholen kann, die sind 4 Zoll bewegt. Das Jawohl. Schlimme ist, die Äxte sind nicht in Reichweite, er braucht einen Elver Charge. Exakt. Elver Charge mit Revolve. Brennt? Brennt schon mal. Aber egal was du würfelst, ist wurscht. Mhm. Okay, und jetzt kommt der Reroll? Der Reroll. Nein, das und war's. Da würde ich sagen, good game, Kai. Kommen wir jetzt gleich zur Postgame-Show. Jawohl. Ja, was für ein Spiel, ne? War gut. Super. Das Spiel ist 26-20 ausgegangen, also ist wirklich am Ende wirklich knapp gewesen. Kurz mal so zu den Missionspacks, wir sagen mal kurz, was wir geschafft haben. Mhm. Ich habe zum Beispiel Legi 3 Heroes habe ich geschafft, da habe ich 3 zusätzliche Punkte bekommen. Ich vernichte 4 Einheiten im Nahkampf, habe ich einen bekommen und halte den Punkt, den hatte ich ja ganz links 2 Runden lang. Der Rest habe ich nicht geschafft, da habe ich auch einen Punkt bekommen. Ja, ich habe 3 Punkte gekriegt, weil ich 39 Modelle weggeschossen habe. Also bei 30 Modellen gibt es 3 Punkte. Ich habe den 3 Helden getötet, da gibt es auch 30 Punkte, die habe ich gekriegt. Und schießt sie weg, also die 2 Einheiten im Fernkampf vernichten oder 4 Einheiten im Fernkampf vernichten, die habe ich leider nicht bekommen. Dadurch keine Punkte. Richtig. Hätte ich da was anderes gewählt, dann... Das wäre super knapp gewesen. Ja, ja. Zum Spiel muss man auf jeden Fall sagen, die Beschwörung brauchen die nicht. War total unnötig, meiner Meinung nach. Am Ende mit Scarborough? Ja, ich weiß nicht. Das... Ich hätte den einen Punkt dann noch gehalten. Und du... Nein, für mich. Ach so. Auf meiner Sicht. Ach so. Allgemein vom Spielersicht finde ich halt, dass sie das nicht gebraucht haben im Spiel. Dass ich da nochmal 8, wenn ich 8 Blutzehnpunkte habe. Ich konnte sie zwar nicht vorher einsetzen mehr, ich habe dann in einer Runde auf einmal 4 Blutzehnpunkte, weil du mir alles weggeschnitzt hast oder ich dir weggeschnitzt habe, konnte ich sie dann vorher nicht mehr ausgeben für andere wichtige Dinge und somit konnte ich eine Einheit aufs Spielfeld wählen nach Wahl, also einen Dämon und da wir Scarborn noch in der Vitrine hatten von mir, dachte ich mir. Danke Nils! Schnappe ich mir mal den. Ja, ja, ist das okay. Und weil du ja auch, den kannst du ja auch in 40k einsetzen, ne Scarborn? Ich wollte ja immer den Touch zum 40k immer noch ein bisschen lassen. Ja, ja, du wolltest, dass ich mich heimisch fühle. Richtig. So bei so nach ewigen Zeiten wieder ein AOS-Game von mir. Genau. Ja. Das kommt auf jeden Fall jetzt öfters. Kai ist jetzt, den müssen wir fit machen. Ich spiele die Fire Slayer noch. Richtig, das geht richtig mit deiner Power-Game-Liste.
Auf jeden Fall hat mir das Spaß gemacht. Das ja, war super. Ganz witzig zwischendurch. Das Wichtigste. Ja, ja. Und wir hoffen natürlich, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Ich hätte mich ein bisschen anders positionieren müssen am Anfang. Richtig. Aber sonst war, da habe ich irgendwie nicht so richtig nachgedacht, ehrlich gesagt. Da bin ich erst später drauf gekommen. Richtig, das eine Positioning war ein bisschen ärgerlich, aber sonst, finde ich, hast du dich wacher geschlagen und gut gemacht. Die meisten Tipps habe ich eh vom Marc bekommen, weil das ist so ein richtiger Regelcrack und Turniere. Ich glaube, 180 schon gewonnen von 120, die er teilgenommen hat oder sowas ähnlich. 18 habe ich mitgespielt, so. Um mal genau zu sein. Und gewonnen habe ich erst eins. Ah, okay. Wenn, dann wollen wir bei der Wahrheit bleiben. Ja, okay. Das wusste ich ja nicht. Jetzt höre ich jetzt zum ersten Mal, dass er schon bei 18 Turnieren teilgenommen hat. Und sogar schon eins gewonnen hat. Mhm. Das klingt für mich hart. Für so als Anfänger mit maximal 3-4 Spielen auf der Uhr, ich weiß es nicht mehr. Ja. Richtige Spiele vielleicht 2. Und bald schlägst du mich dann? Glaube ich eher nicht. Vielleicht bei 40k, wenn ich Glück habe. Holt er sich alles wieder. Nein, war schon gut. Vielen Dank fürs Game. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bis bald. Tschüss.